Hier, als Schmerzmittel. Dieser Hurensohn. Alles in Ordnung, Hermana? So ein Bastard wollte mich überfallen. Hab's verhindert. Was? Jemand von hier? Würde jemand von hier auf so eine Scheißidee kommen, Pepe? Hör zu, Vi. Ich hab ein Problem. Echt ernst diesmal. Los, raus damit. Was ist es diesmal? Weißt du, ich hab Schulden bei Kirk. Meint, er bricht mir die Beine, wenn ich nicht bis morgen zahle. Und der meint das tot ernst. Hat die Kartelle auf seiner Seite. Du arbeitest mit Kirk? Jede Sau in Haywood weiß, dass das ein verdammter Halsabschneider ist. Mein Bruder ist aus dem Knast. Wollt ihm eine Party schmeißen. Ach, hab Scheiße gebaut, wie? Ich red mit Kirk. Aber dann schuldest du mir was. Ein guter Junge. Das ist mir das Leben vom rechten Weg gekommen. Es sind die Dämonen. Sie zerren an seiner Seele. Aber ich sag dir, es tut dir leid und du willst Frieden schließen. Hey Kirk, können wir reden? Wie? Lang nicht gesehen. Schieß los, was willst du? Hör zu, Pepe hat mich geschickt. Wieso? Zu feige, die Eddie selbst zu bringen? Sag ihm, ich beiße nicht. Noch nicht. Drück mal ein Auge zu, ja? Er zahlt schon noch. Er braucht nur etwas Zeit. Sehe ich aus, als ob ich hier einen Wohltätigkeitsverein schmeiße? Wenn man sich Eddies borgt, zahlt man sie zurück. Mit Zinsen. Das ist verficktes Allgemeinwissen. Soll ich etwa ein Auge zudrücken, nur weil der Wichser nicht weiß, wie so ein Deal läuft? Nein. Tu es, weil ich dich darum bitte. Du kennst mich. Ich bin Geschäftsmann. Ich muss wissen, was für mich dabei rausspringt. Ich weiß. Nichts ist umsonst. Ich schulde dir dann einen Gefallen. Verlockend. Ich hab da schon eine Idee. Was ist das? Sieh mal hier. Okay. Megakarre auf der Titelseite. Gibt davon nur 4 Stück in NC. Eine hat der Direktor von Rayfield. Ryan die zweite. Die dritte gehört einem Verleih. Und die vierte? Die wird meinem Klienten gehören. Natürlich erst, nachdem du sie für mich klaust. Wenn ich das mache... Sind Pepes Schulden vom Tisch? Klar. Ich stehe zu meinem Wort. Weißt du doch. Ganz simpel. Du klaust mir den Rayfield und ich vergesse Pepes Schulden. Ich gebe dir sogar was vom Gewinn, weil ich so korrekt bin. Mein Kumpel Rick arbeitet in der Parkgarage vom Embers, dem Club, wo unser Rayfield-Fahrer abhängt. Jeden Freitagabend. Ohne Ausnahme. Sobald du da bist, gehen die Kameras aus und das Tor auf. Ganz einfach. Du nimmst dir den Rayfield und fährst raus. Das war's. Wie soll ich das anstellen? Soll ich auf einem Skateboard unter das Auto rollen und es mal eben schnell kurz schließen? Kirk, Karren wie die haben Sicherheitssysteme. Verdammt gute. Dieses Schätzchen funktioniert wie der Schlüssel, den Rayfield-Mechaniker verwenden. Öffnet Schlösser, umgeht die ID-Kontrolle. Ein Generalschlüssel für alle Rayfields in der Stadt? Das glaubst du doch selbst nicht. In Kabuki verticken die Tech-Zauberer noch magischeren Scheiß als den. Vertrau mir mal. Also, sind wir uns einig? Hast dein Hemd eingesaut, Kumpel.
Sind wir. Das freut mich. Wusste doch, du bist nicht dumm. Geh zum Embers im Glen. Rick wartet in der Garage auf dich. Ihr zwei werdet euch blendend verstehen. Also Beinbruch. Wir bleiben in Kontakt. Melon kriegt keinen Titelkampf. Blöd. So gern für Tage, wo alles... Klar, hat Hernandez und Smith platt gemacht. Aber Geno ist ein Naturtalent. Wir sehen. Okay, Padre. Na, wen haben wir denn hier? Wie? Ist eine Weile her. Wusste nicht, dass du hier bist. Kam vor ein paar Wochen aus Atlanta zurück. Bist auf Hayward Art begrüßt worden, hm? Wie war's im Osten? Sag ich dir später. Ich habe gerade was zu erledigen. Finde, wir sollten jetzt reden. Kannst bei uns mitfahren. Marcus, fahr los. Wohin soll's gehen? Zum Glen. Lasst mich am Embers raus. Vordereingang? Rampe am Hintereingang. Ich zeige euch, wo ihr halten müsst. Du hast sie gehört, Marcus. Wie läuft es für dich in NC? Gut beschäftigt? Ja, mache hier und da ein paar Jobs. Nichts Großes. Aber ich komme klar. Danke der Nachfrage. Also lief Atlanta nicht ganz so wie erhofft, hm? Bin eigentlich ohne Erwartungen hingegangen. Naja, hatte gehofft, es ist dort besser als hier. War's aber nicht. Vielleicht ist es am Ende besser so. Halt mal an. Was ist los? Was Geschäftliches. Bist du bewaffnet? Sebastian Ibarra. Muss mein Glückstag heute sein. Was willst du? Die Sache klären. Ein für alle Mal. Hab ein Angebot für dich, Papi. Hör mir genau zu. Verpiss dich aus Vista. Ruf deine Jungs zurück von der Straße. Ich lass dir den Glen. Hand drauf. Keine schlaflosen Nächte mehr. Großzügig von mir, oder nicht? Und Papi... Noch ein verdammtes Wort. Halt dich da raus. Ich kenn dich nicht. Ich dich auch nicht. Heißt, dass du hier einen Scheiß bedeutest und noch weniger als das kannst. Na? Sonst noch was? Ich glaube, unser Gespräch ist damit beendet. Vorsicht, Padre. Du weißt nie, wer eine Knarre auf dich richtet. Du auch nicht, Missgeburt. Marcus, fahr. Schön zu sehen, dass du deine Wurzeln nicht vergessen hast. Hast immer noch dieses Talent. Viele der kleinen Schisser hier bissen sich in die Hose, wenn ihnen jemand eine Knarre ins Gesicht hält. Wer war der Typ? Niemand. In einer Woche ist er weg. Und ein anderer nimmt seinen Platz ein. Er hat dich bedroht. Hat er. Und dafür wird er bezahlen. Halt hier an. Gleich hier. Ich springe einfach runter. Hier, bevor du gehst. Deine Nummer?
Könnte nützlich sein. Vielleicht können wir wieder zusammenarbeiten. Wie früher. Danke, Padre. Ich muss los. Geh mit Gott. Das gibt's nicht. Bin angekommen. Suche jetzt deinen Kumpel. Rick ist einer von uns, wirst schon sehen. Ich vertraue ihm wie einem Bruder. Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Kirk schickt mich. Die Kameras sind aus. Du hast 20 Minuten. Mach dein Ding. Kirk, ich sehe den Wagen. Dein großer Auftritt, Lee. Viel Glück. Mal sehen, ob diese Zaubertech was taugt. Mir fehlt einfach der Glaube. Siehst du? Wir sind reich. Starte den Wagen und sag mir, wenn du unterwegs bist. Ich sag dir, wohin. Okay. Scheint ein lockeres Ding zu werden. Zum Aussteigen. Sofort. Wow. Fuck. Du kannst fahren. Und jetzt raus. Was machst du? Catching was? SPD, Attenfall lassen. Keine Bewegung. Ihr seid festgenommen. Bleibt, wo ihr seid. Wende dahin, wo ich sie sehen kann. Schön langsam. Auf den Boden, ihr Pisser, und zwar sofort! Jackie Wells, mein alter Bekannter vom Block. Ich sehe, du hast nichts dazugelernt. Hey, Detective Stintz. Lange nicht gesehen. Inspektor Stintz. Urin, Uran. Hey, deine Visage kommt mir auch bekannt vor. Ah ja? Deine mir aber nicht. Abgehauen nach Atlanta, auf der Suche nach dem Glück. Die Suche war wohl erfolglos. Hab immer gesagt, all das Haywood-Gesocks ist gleich. Ihr werdet hier geboren, ihr lebt hier und hier sterbt ihr auch. Hatte wohl recht damit. Ach, du weißt einen Scheiß über mich. Die Wahrheit tut weh, was? Pass auf, was du sagst. Ich bin kein geduldiger Mann. Komm schon, Stintz. Wenn du uns festnimmst, keulen wir uns die Hände wund bis zum Gerichtstermin. Und dann... Wir kriegen maximal ein paar Monate. Scheiße, gibt dir nur noch Stehplätze im El Bote. Wir kommen sicher schneller raus. Das sind die Diebe. Für wen ist der Straßendreck? Ich hab sie in Gewahrsam, Mr. Fujioka. Wir führen sie sofort ab. Verschwendung von Mitteln. Ich habe keine Zeit für Zeugenaussagen und Ermittlungstheater. Soll ich sie gehen lassen, Sir? Schmeiß sie ins Meer. Gebrochene Beine und Bleigewichte, damit dieser Müll kein Treibgut wird. Ihr habt ihn gehört. Fuck.
Einen Moment lang sah das echt übel aus. Ich dachte nicht, dass wir da lebend rauskommen. Mann, ich auch nicht. Stintz hat's auf Leute wie uns abgesehen. Aber ein bisschen Ehre hat er noch. Und sein Sinn für Ehre soll uns gerettet haben. Ja. Naja, und dass er aus Haywood ist, wie wir. Wäre ich nicht aufgekreuzt, würdest du jetzt in der geilen Karre durch Night City cruisen? Ah, komm. Der Plan war von Anfang an scheiße. Selbst Schwarzmarktmagie aus Kabuki kann so einen Alarm nicht ausschalten. Hätte wissen sollen, dass ich die Bullen am Arsch hab. Gott hat's wohl nicht anders gewollt. Jackie Wells. Wie? Ich kenne dich doch. Aus dem Coyote. Hab den Auftrag für diesen Autoklau im Coyote bekommen. Von Kirk. Du arbeitest mit dieser Pestsäcke. Pepe schuldet ihm was und kann nicht zahlen. Wollte ihm helfen. Mann, frag mich echt, warum Pepe sich von diesem schmierigen Kirk was sagen lässt. Hab gehört, der hat die Kartelle im Rücken. Kartelle? Nee, nee. Ich kenne diese Kartelltypen und garantiere dir, keiner von denen hat je von Kirk gehört. Cabron, muss lernen, was Anstand und Ehre in Haywood bedeuten. Komm, lass uns was essen gehen. Einfach so? Du hast mir gerade erst eine Knarre ins Gesicht gehalten. Wer meinen Homies hilft, ist korrekt. Nichts passiert. Alles gut? Alles gut. Ja. Ich habe ein echt gutes Gefühl. Was meinst du? Uns beide. Zwischen uns stimmt die Chemie, weißt du? Und jetzt komm. Ich bin am Verhungern. Dann mal los. Ich sterbe vor Hunger.